Moin und herzlich willkommen wieder bei Panzerkorps Battlefield Europe, Mehrspieler gegen Dudeman. Ende Dezember, Stalingrad Kessel, alles unschön. Na, ganz so schlimm ist es ja nicht. Aber was hat denn alles abgeschossen? Eine Pack? Die Finnische bei Pack. Er hat den Stupp wirklich abgeschossen gekriegt. Gut, der 38T ist so und das neue. Ja, den habe ich zu offensichtlich nach vorne geschickt und der Stuck. Immerhin ein neuer Stuck ist da. Ja, okay, wir können den Stuck nach hinten bringen. Okay. Also die finnische Pack ist Geschichte und die. Aber er schneit weiter und das soll. Nee, warte, es ist wolkig. Es ist wolkig. Warte, wir sehen endlich mal was. Cool. Das heißt natürlich, er wird auch irgendwas sehen, aber unsere Flugzeuge können was tun. Vielleicht nicht so viel, aber. Also Stand ja ist halbiert der Wert, aber sie können prinzipiell immer wieder fliegen. Das finde ich. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Also dann will ich irgendwen, der das blöde Schlachtschiff da weiter anfliegt. Da es auch nur optisch weiter anfliegt. Dann vielleicht das Teil da. Dass wir dann endlich mal sehen, was Sache ist. Ja gut, du kannst nicht so viel machen. Wie gesagt, ist ja alles reduziert wegen dem Wetter von den Werten. Aber jetzt sehen wir endlich mal. Ich hätte mich hier ansonsten halt nur einen Schritt nach dem anderen rangetraut. Ich bin hocherfreut darüber, die Möglichkeiten, mal wieder etwas zu sehen. Der Haken ist natürlich, sobald wir hier rankommen, sind wir in Reichweite von dem Geschütz. Ja, und der wird hier auch volle Sichtweite haben. Kleine Einheiten, da müsste man ein bisschen aufpassen. Also ich glaube, es ist wenig angreifen, sondern viel Verschiebekram. Das mal eben ein bisschen, wie ich so gerne nach hinten schiebe. Hier drüben. Ach, da ist ein T-34. Der KV hat mit Arti Unterstützung wahrscheinlich dem einen mitgegeben. Aber jetzt, hat er da einen, auch noch einen mitgegeben. Sehr schön. Jetzt könnten wir hier Dinge tun. Ach, es ist schön, endlich mal wieder was zu sehen. Und wo hat er jetzt den T-34 her? Meine Liste gar nicht drin. Sag ich mal, aber unsere Luftwaffe kann ja agieren. Das ist so ein unerwartetes Gefühl nach so langer Zeit. Da steht der Rumäne, glaube ich, zu weit hinten, weil er noch sein Upgrade gekriegt hat. Ich will das auf den schießen. Ist aber überall im Minus, weil das ein Jäger deckt. Das ist so ein unerwartetes, herrliches Gefühl, mal zu sehen, was eigentlich so in der Welt passiert. So, und ihr? Machen die Einnahme des Ortes schon einmal. Aber gut, komm, wir müssen da jetzt ran und ein bisschen den Laden organisieren. Also. Ach ja, und hier sehen wir auch was. Da ist der Typ. Okay, den hätten wir jetzt sowieso gesehen. Den müsstet ihr bitte nach Möglichkeit wegmachen, bevor der auf die Idee kommt, hier zu sehr umzunerven. Ja, Flugzeuge, womit ich jetzt eigentlich gerne die Sowjets weiter schwächen möchte. Er nutzt hier seine Bombe als, ja, so eine Art Schild geradezu, um seine Jäger zu verteidigen. Zum Beispiel an die. Achso, warte, stimmt, der hatte die diese Arti, damit hat er wohl das Stuck gehauen und den E34. Ja. Einer. Wir müssen hier weg, die Erde hat. Anhalten, du kommst an nichts ran mit deiner Range von 1. Bin noch viel zu fasziniert davon, dass wir plötzlich mal Dinge sehen. Ja, so. Super, auch schlechtes Panzergelände, anders kann ich mir eure Werte nicht erklären. Natürlich dummerweise heute mal ein Fluchtfeld gelassen. Das heißt, wir werden den nicht zur Kapitulation kriegen. Hat die Arti übel getroffen. So, und dann müssen wir durchziehen, wie viele Siegstädte die Sowjets eigentlich noch haben.
3, wenn ich das richtig sehe. Weil er meinte gerade auch irgendwas davon, dass wenn man die Zahl noch weiter reduziert, dass das womöglich sogar schon Geld einbringt. Deswegen die Einnahme von Obi-Chef. Also der Bunker ist halt schwer zu bekämpfen. Wir könnten ja sowas wie den Aufklärer mal in die Tiefe schicken. Weil wenn du hier rumfliegst, habe ich Angst, dass du irgendeinen Gegner durchfliegst. Haben wir hier noch einen Aufklärer. Aber von hier. Also wahnsinnig gut kommst du dann auch nichts ran. Und die Felder brauchen wir da am Ende noch zum Angreifen. Also das gedruckt hier steht durch alle im Weg. Oder du fliegst hier hinten rum. Deine Sichtweite ist ja trotzdem halbiert. Aber ich habe langsam den Eindruck, dass der Jäger eingebaut ist zwischen anderen Sachen. Wirklich seine Bomber, seine Jagdflugzeuge beschützen. Und wir könnten immer an der Stelle hier anfangen. Was haben wir denn noch auf der Liste? Eine böse Flak. Wir haben einen T-34. T-34 könnten wir einbauen. Leider nicht mit dir. Auch durch mieses Gelände kriegst du 4 Felder. Es müsste eigentlich heißen, wenn du durch die Kontrollzone durchfahren kannst, ob du dann darauf kannst. Dann irgendwie ein anders dahin. Ich will jetzt nicht den schwachen Panzer da hinstellen. Dann wird der so oder so nur niedergemacht. Natürlich jetzt nicht so viel Arti. Das Feld freizuschießen für ein Flugzeug wird auch eher schwierig. Also gut, das hätte natürlich was. So 6-0 auf die Pack. Okay, eins nach dem anderen Hums ist wahrscheinlich lieber nach hinten. Wie vernünftig geheilt werden kannst. Mal kann der Aufklärer, wenn wir ihn da ansetzen, noch das Feld drauf. Der wird ja gerade nur von der Kontrollzone aufgehalten. Warum kann er jetzt nicht an? Du, er hat auch nichts Neues aufgedrückt. Aufgeklärt. Das ist jetzt ärgerlich, weil ich dachte, also da haben wir doch wegen dem Flugzeug vorher alle schon gesehen. Jetzt ein klein bisschen ärgerlich. Ja gut, sonst müssen wir halt sehen, dass alles möglichst konventionell zu zerlegen. Achso, nee, er hat das Hügelfeld neu gesehen. Achso, er hat Hügel neu gesehen und er kann vielleicht nach hinten über die Straße noch fahren. So, das heißt, wir haben einen Punkt, um an seinen Jäger ranzukommen, aber für weiteres müsste man halt erst einen Bomber zerschießen. Da wird man sich halt einmal den Angriff vom Jäger einfangen und genauso ist das von ihm auch gedacht. Den wieder so. Und jetzt steht der Aufklärer natürlich so ein klein bisschen im Weg. Also wie ist denn da noch? Du hast leider keine Munition, du hast fast keine Munition, du hast keine Munition. Ich wollte erstmal leichte Heilung und Munition auftanken, ne? Angesagt. Könntet ihr dann da ja auch ab demnächst mal mitschießen. Das 6-0 ist da eigentlich zu verlockend, um es nicht zu machen. Hoffnung, dass du dann nicht irgendwie übel im Weg stehst. Wobei du hättest halt ein 6-1. Du kämpfst von weiter hinten. Sodass der dann vielleicht noch woanders rein könnte. Von 1, sehr gut. Also wir würden den eingekesselt kriegen, wenn wir unseren Panzer darauf stellen. Den Panzer darauf stellen heißt, was mit der Flak haben. Nämlich teuren Stress. Sonst sagen, das Ding nach hinten entkommen lassen und dann hier nochmal an mit dem Infanteristen nachsetzen.
Naja gut, oder ihr macht nur Halbschaden und dann sprechen wir eh nicht über Entkommen. Eh nicht wahr. Wir müssen aber eigentlich gegen seinen T-34 und gegen seine Flak davor gehen. Was sehr ungesund ist, wenn er zu viel von dem Zeug da behalten kann. Ich wüsste hier noch gerne, wie es da aussieht, aber da kommen wir jetzt auch nicht so. Ja gut, wir könnten einen Flieger mal hier ranstellen. Bevor wir dicht nehmen, hast du ja nichts gesehen, können wir doch einfach von da hinten. Ne, der käme nicht ran und der Aufklärer. Natürlich auch nur halbierte Sichtweite. Das Feld da am Ende brauchen wir noch. Noch weiter? Ne, die noch weiter hinten. Ich hätte natürlich eigentlich gucken müssen, ob da jetzt irgendwie eine Arti noch im Hinterland ist oder so, ist aber nicht der Fall. Arti-Flak meine ich. So, es sieht so aus, als ob wir den hier zum Beispiel abschießen könnten. Dann da etwas. Ich meine, ihr habt alle Erfahrung, seit G4 habt ihr alle 4-1. Auch anderen auch alle solide Werte, die werden euch nicht viel tun können. Da sogar 5-0, also wir könnten den Jäger da reinschicken und da versuchen zu treffen. Das ist natürlich nicht wunderbar reichen und da im Hinterland ist auch noch eine Flak. Also wir schicken den schweren Jäger noch mit rein. Denn wohl so aus, oder wir hoffen, dass du einen Glückstreffer hast. Ja, also aber nicht so ganz, wie man es gebrauchen kann. Ein prächtiger Luftkampf, aber immerhin einen Gegner weniger. Nur so einen Aufklärer abzuschießen, das. Weil du hättest einen 6-0. Gut, also wenn ihr zusammenlegt, könntet ihr diesen alten Aufklärer hier runterschießen. Dann könnte man einen Bomber über den T-34 stellen. Möglich ganz sinnig wäre. Der Haken ist natürlich, dass dem hier gezielt ein Rückzugsfeld gelassen wurde und dass dahinter ja noch seine böse Flak steht zum Panzerabwehren. Also jetzt, wir haben hier zum Einstieg 2-4 und 2-5. Also ihr könnt hier schon gut austeilen mit der Infanterie. Müsst nur sehen, was die Panzer noch letztlich tun. Ihr kommt da nicht rum. Okay, ist darum, aber das ist viel zu gefährlich für dich. Du hättest hier ein ziemlich hartes 4 zu 5. Und du könntest natürlich erstmal hier finde ich, und das 2-4 machen und dann schauen wir noch, ob wir Flugzeuge oder so ranpfeifen. Das ist ja mal großartig gelaufen. Hatte ich mir fast schon gedacht, ach, können wir uns auch die Arti sparen? Ja, das kommt dabei rum. Sich sowas sagt. Du hättest auch den. Ja, lustig wäre es natürlich, wenn es von den auf das Feld zu drängen. Und dann den T-34 zubauen. Natürlich selbst den Wald besetzen, was durchaus auch heikel wäre. Ist hier noch ein 2-5 auf die und wir könnten die mit der Arti treffen. Ach, na gut, die werden natürlich dahin zurückweichen. Also wir greifen von hier mit dem Panzer an. Der hätte aber auch den ordentlich treffen könnte. Ja, und jetzt
Ich finde ein bisschen schwer, was wohl die richtige Reihenfolge wäre. Unsere Packs sind zu weit weg, die kommen an nichts dran und die Art hier nebenbei. Der dringend geheilt werden und neue Munition kriegen, bevor du zu viel machen kannst. Mann, warum hat die Infanterie so schwach getroffen? Okay, du hättest jetzt ein 1-6, aber dann läuft er dahin. Wenn das er dahin läuft. Weil du müsstest auch dahin kommen, wenn der Panzer dahin fährt. Na gut, dann haben wir nur wieder niemanden im Wald. 2-2. 5. Gut, das könnte auch klappen, wenn man es einfach nicht auf Kapitulation ansetzt. Dann jetzt einfach drauf zu hauen. Aber ich würde dann doch zuerst mit dir hauen, auch wenn du das schlechtere Ergebnis hast. Aber um unseren Heldenpanzer da ein bisschen zu schonen. Aua. Ja, schön, du kommst nicht dahin. Achso, ach klar, weil er nicht über den Fluss läuft, sondern darum. Oh. Oh, das könnte jetzt. Wobei die Flak dafür, glaube ich, nur ein Feld höchstens dran. Die kriegst du nicht ab. Klar, jetzt ist. Von der Artie geschwächt und so wie es jetzt sieht, greift ihn eh keiner mehr an. Das war natürlich suboptimal geplant. Also ihr könnt euch jetzt sonst erstmal wieder fit machen. Du hattest eh nicht viel Erfahrung. Auch erstmal noch wieder ganz fit machen. Auftanken wäre nebenbei auch eine schöne Sache. Und dann hättet ihr sogar ein bisschen Flakdeckung. Faszinierend. Brauchen wir einen Fit? Das Geld schmilzt dahin. Aber immerhin ein T-34 und ein Jäger. So, und du musst auf jeden Fall noch weg, um unserem Panzer nicht den Rückzug zu verbauen. Dann könntest du da seitlich hin, wenn der weg ist. Ja, wenn ihr vorrückt. Vielleicht geht es besser aus. Weil eigentlich sollte das Feld auch frei bleiben, damit du im Zweifel noch einen Rückzugspfad hast. Ja, die Typen müssten ja auch eher geheilt werden. Natürlich hier noch rumkurven und dann von seiner Luftwaffe erwischt werden. Auch nicht so das Wahre. Gut, aber der braucht einen Rückzug, das ist klar. Und am besten die Artilleriedeckung. Aber wenn du da stehen bleibst, dann kommt er heraus. Und haut dich. Das heißt, du müsstest eigentlich in die Stadt. Und damit das klappt, müsste der Infanterist hier weg. Auch nicht mehr so die spannenden Felder kriegt. Ja, ich hätte ja nicht gedacht dahin, aber nee, das funktioniert ja gar nicht. Da in die Kontrollzone müsste. Gehst du erstmal einmal nach hinten. Also wir könnten natürlich auch Verstärkung anlanden. Bist du bloß keine Artilleriedeckung mehr? Er könnte natürlich auch Probleme kriegen. Weil er dann auch keinen echten Rückzug mehr hätte. Aber gut. Habe ich dann lieber, dass der Panzer das Rückzugsfeld kriegt. Hätten wir zumindest auch hier Artilleriedeckung. Haben wir hier oben? Ja. Bisher. Ein Jäger und ein T-34. Müssten wir hier unten eigentlich auch nicht primär sehen, weil ich das jetzt auch schon hier durch Bewegung mal wieder als ein wenig kaputt gekriegt habe, den T-34 abzuschießen. Weil er die größte Bedrohung von allen darstellt. Gar nicht mitmachen und kommst da auch nicht mehr so richtig weg. Und ihr könnt vielfach auch nicht mehr viel machen. So, dann macht der könnt ihr vielleicht außen rum. Du auf den T-34 haust, dann erstmal wegfährst.
Vielleicht ein Infanterist, ne, der Panzer da ran und ein Infanterist kann da noch ran und die Pack wegmachen. Okay. So geht's natürlich auch. Das ist das Lustige. Mit den Angriffen, die so wahnsinnig streuen jetzt. Also kommen wir halt nicht da oben ran. Du hast auf denen immer noch keine Chance. Ihr kommt nicht wegen der Pakt daran. Technisch, wir könnten natürlich versuchen. Oder wir bomben da drüben alles weg. Ah nee, du hast nur ein 1-0. Gerade fast gehofft, du würdest den vielleicht da schon erwischen. So, allein auf den Bunker zu gehen bringt's nicht und der Bunker kann auch hauen. Ganz böse. Müssten wir eigentlich, wenn mal Zeit ist, mit Artillerie schwächen. Aber das Problem ist, dass unsere Artillerie fast keine Munition mehr hat. Beziehungsweise zwei mussten schon nachdenken. Tanken Nummer 3. Jetzt hast du natürlich ein schönes 2-0 auf den. Du würdest sicherlich die Flak auch treffen. Also wenn man jetzt darauf spekuliert, dass ein Infanterist den wegräumt, wenn irgendwo Platz ist an einer Ecke. Lief in allen Fällen darauf hinaus, dass du Platz machst. Glaube ich. Er hat leicht nach hinten verschieben. Willst du den wegräumen? Das sollte dann auch besser funktionieren. Weil das ansonsten wieder alles ein wenig heikel wird. Hey, du könntest, aber du könntest auch daran, wenn der Panzer weg ist. Könntet ihr, der könnte natürlich den wegmachen. Wenn ich sehr, sehr schön wäre. Dann aber von der Flak natürlich ordentlich was kassieren, wenn wir da nicht irgendwie vorher drauf schießen können. Jetzt ist das Teil halt noch im Weg. Oder wir schicken ein Flugzeug, um den wegzumachen. Angeblich einen Strat auch schon schaffen, wobei der Strat natürlich auch mal ein bisschen Munition rausschießen können. Sehr schön. Kommst du nämlich seitlich an die Flak ran. Und für dich ist das deutlich ungefährlicher als für die Panzer. Ja, noch eine Arti dahinter. Und da noch ein Jäger. Noch ein Jäger. Warte, wie viele Jagdflugzeuge hat er inzwischen schon wieder? Das ist nicht gesund. So, du könntest ihn treffen. Du kommst auch da rein. Auch mit Schießen, aber eigentlich bräuchte ich den Möbelwagen. Nein, nicht den Möbelwagen, das war ein anderes Fahrzeug. Das Geschütz hier. Du könntest natürlich das Feld einnehmen, aber dann kommt der Aufklärer runter und kann einmal auf dich schießen und das nicht gerade die besten Defense-Werte. Hier würdest du ja relativ abgeschirmt hinter dem Infanteristen stehen, aber nur wenn ihr da oben freigeräumt kriegt. Das Feld wäre natürlich eigentlich optimal oder das, aber da stehen jetzt schon Leute rum. Du könntest den halt dann auch direkt noch mit zwei treffen. Da können wir da noch einen vorstellen. Der wird natürlich vom Bunker direkt Feuer bekommen. Ja, Tivis, du gehst hier hin. Ja, bis dann auf dem Hügel, aber gegenüber Infanterie da hinten sind wir abgeschirmt. Der kommt hier überhaupt nicht mehr weg, das ist auch nicht so ganz gesund. Wenn wir da noch einen reinstellen würden, der ließe sich am Ende eigentlich zu leicht einkesseln. Oder so ein bisschen die Befürchtung. Bei T34 muss eigentlich einfach weg.
Hast du den leider? Okay, wir könnten natürlich schauen, ob wir für unsere Luftwaffe den Weg freigeschossen, mit unserer Luftwaffe Weg freigeschossen kriegen. Aber da nervt der Jäger. Ja, auch alle seine anderen Jäger hier. Und den einfach viel zu viele hat. Gut, wir könnten schauen, ob hier irgendwie ein Tod so einen übelsten Glückstreffer macht. Ein taktischer auf. Ja, du kommst nicht ran. Auch nicht ran. So ein Warum übt ein Glückstreffer, der den massiv unterdrückt und irgendwie zur Seite schiebt? Nee, er würde ja doch wieder zurückkommen. Also wenn wir da einen reinstellen, wir kriegen halt den Scout hier nicht mehr weg. Gedacht hätte, dass jetzt, wenn einer da reinfährt, den wegmacht, den wegmacht, wird aber heikel an allen Enden. Oder wir sagen, er kann sein T-34 eh nicht groß heilen. Daran fährst und der Möbelwagen da parkst, dann bist du nebenbei auch. Das ist gerade unpraktisch von der Positionierung her, weil sich jetzt alle im Weg stehen. Versuchen den zu treffen. Ja, so, du hast noch eine Bewegung angezeigt, du kommst aber nicht daran. Du kommst wahrscheinlich nur noch die Straße zurück, die jetzt aber doch schon belegt ist. Im zweiten Blick also kein so guter Move war. Ja, du kommst hier rein. Klar, du kannst den zerlegen, nur dann stehst du hier ohne Rückzug. Hügel könnt ihr noch besetzen. Und dann kommt er mit massiver Artillerie, unterdrückt dich heftig. Einer klopft mal kurz an und der ist weg. Können wir ehrlich gesagt nicht riskieren. Wenn du dich hier hinstellst, dann gibt's Stress mit dem Bunker. Könnten natürlich es für den Moment auch einfach so stehen lassen und das Ding hier unten noch auftanken. Und halt im nächsten Zug erst wieder stärker agieren. Da ist dein Angriff durch. Hier, ein anderes. Beide 3, 4. Jetzt zwar platt schießen, aber das ist einfach schwierig. Habt ihr sonst Munition? Habt ihr noch Treibstoff halbwegs auf den feuern? Weil es ist mir, wie gesagt, zu heikel, wenn er auch noch Luftwaffe jetzt drin hat und drei Kanonen. Eine Katjuscha wäre auch noch irgendwo, wenn die da den falsch unterdrücken. Und es keinen echten Rückzug gibt und der Leute hat, um das reinzuschieben, dann geht das Ding einfach nur drauf. Das ändert das die Sachlage, wo wir hier Platz haben. Du könntest ja dahin fahren. Könnten wir dich noch nachschieben, um auf den zu gießen. Du ständest dich mal im Hügel und du könntest zur Seite fahren. Und vielleicht hier entlang die Straße vorrücken und den dann noch abschießen. Was an dem Zug? Train neue Anti-Tag, eine Pack. Da, oh, hier wäre auch noch ein Aufklärer. Aber auch nur 1-0 auf den. So, aber ja gut, das müsste funktionieren. Du fährst dahin, schießt ihn ab. Und wenn du hier stehst, der ist ja durch unser Arti-Ding geschützt. Ist dann wahrscheinlich den am besten weg. Das ist unangenehm, wenn der Fluss hier wieder auftaut, weil dann kann man da einfach nicht langfahren. So, ist der T-34 da auch Geschichte. Dann sind wieder zwei von denen los. Und wenn dir hoffentlich nichts passiert, dann sieht die Sachlage da ganz ordentlich aus. Und du musst vorrücken. Nicht da rein, wegen Bewegungspunkten und
gefährdete Einkesselung ist das alles ein bisschen schwierig. Dann zuerst mal einfach hier noch weiter rauf. Gut, er hat auch überlebt. Das sieht alles ganz ordentlich aus. Dann haben wir hier hinten bei Uralsk. Oder sagen wir mal, was. Die 1 muss ja eigentlich nicht hin. Brücken Pio plus. Bei Uralsk. Und dann hat er weiter nur. Also Arm und wir können hier noch mit unseren Fliegern spielen. Natürlich auch mal sowas machen wie er die ganze Zeit, dass wir einen Jäger in die Mitte setzen. Und Bomber drumherum, die alles andere treffen. Gewehre. Was wir mit den Jägern machen und den restlichen Fliegern. Hier noch zwei. Der Rumäne kam nicht mehr so richtig ran. Gut, also ihr könnt hier hin und das Teil da treffen. Und nebenbei euch hier noch ein bisschen Schutz geben. Bomber, aber er hat ja langsam gefühlt auch so viele Flugzeuge wie Bodeneinheiten. Aber da ist noch ein dritter Jäger. Also wenn ihr euch noch zusammenlegt, dann müsste es ja nicht reichen, ein Flugzeug noch abzuschießen. Und den kommt ihr nicht so recht ran, weil euch die Angriffsfelder fehlen werden. Ja, da wäre eine Möglichkeit. Aber mir gefällt nicht, wie viele Dinger das hier inzwischen wieder sind. Die bei ihm wieder alle mitfliegen. Auch froh über die ein, zwei Flak, die bei uns noch mit dabei sind. Und sonst können wir ja auch noch hier ein bisschen mit aufklären oder so unsere Fahrzeuge schützen. Ich muss zum Beispiel, glaube ich, gar nicht viel aufklären. Du schützt mal lieber diesen Panzer 3, der noch 3 Lebenspunkte hat. Ich eigentlich gerne im Hinterland bombardieren, aber wenn er so viele Jagdflugzeuge überall hat, ist er doch regelmäßig abgeschossen, dachte ich so in letzter Zeit, aber es wäre trotzdem vorne und hinten nicht zu reichen. Also gut, der da wäre eine Option. Aber wahrscheinlich wirklich zu dritt machen müsstet, damit der effektiv weg ist. Auch nicht immer so pauschal noch einen Schaden kassieren, Leute. Okay, da habt ihr. Ach, da ist die Katyusha. Würde ich die auch gerne noch treffen. Ich weiß, ob der Bomber, der es durchführen würde, wirklich heil zurückkäme. Wobei, Jägerschutz ist ja da einmal. Noch mehr Infanteristen. Ach, wer will sich hier hinten denn noch ansammeln? Ein Ende. Dann hätten wir noch einen Jäger, also du könntest dich halt hier hinstellen. Wenn die dann auch noch ein bisschen mit beschützen. Hier hinstellst, dann hast du halt wieder noch 2 Bomber ranbringen. Hier könnten wir halt 3 Bomber. Ja, natürlich ungeschützt. Im Zweifel ein Rückzugsfeld. Wie viele Bomben haben wir denn noch, die effektiv irgendwie was tun könnten? Warte, hier vorne sind noch. Ja gut, hier vorne wären noch welche, die da noch alle rein könnten. Den Start auch auf die Art, die hetzen, damit die noch einen Munitionspunkt verliert. Ja gut, das ist leider etwas überschaubar gelaufen. Jetzt habe ich den wahrscheinlich fast schon übersehen.
Der Aufklärer wird auch überleben. Ich einen von euch, ihr habt auch eine recht brauchbare Luftverteidigung. Beispiel noch hier irgendwie hinstellen, wo ihr ja auch von zwei Jägern gerade gedeckt werdet. Um den Heldenpanzer noch besser abzuschirmen. Da ist auch noch Kram. Gut, wir könnten auch einen nach hinten noch schicken, zur Unterstützung gegen den da. Ein, zwei, drei, zwei, zwei und kommt nicht ran. Sollte das zu zweit ja wohl eigentlich hinkriegen auf Dauer. Kann ja auch wegen der Kontrollzone, die da ist, nicht so richtig wegrennen. Möchte ich lieber schon mal wieder in Richtung Straße beordern, dass du irgendwo hin kannst. Da ist noch so ein italienischer Panzer. Ja, klein. Gut, dann müsst Moskau jetzt auch nicht übermäßig schützen. Wir wissen, dass es klappt. Du könntest da lang. Noch wärst du natürlich im Wald furchtbar angreifbar. Aber ich will natürlich, dass der hinten rausfährt aus dem Wald. So, dann haben wir noch vereinzelte Flieger. Natürlich auch noch alles mit zustellen. Dann wohl auch ein paar von euch abgeschossen werden. Dem stellen. Auch da, aber was du noch treffen kannst, ist alles ein bisschen schwierig. Natürlich auch das Minenfeld angehen, wer weiß. Die Arti wird gedeckt und das da oben ist alles nicht so relevant. Ich weiß, ob man das Ding nicht auch mal irgendwann weghaben möchte. Gut, dann haben wir noch einen Aufklärer. Und das sehe ich natürlich nochmal gesondert hier irgendwie zu einem der Panzer stellen. Aufklärungstechnisch gerade gar nicht so dringend brauchen. Um den zu schützen. Okay, ich glaube, das wäre alles hier drüben. Hier noch irgendwas zerlegt. Warte, genau, ihr hattet euch ja zusammengetan auf noch einen Jäger bei Kubischew. So, nein, warte. Was du? Total im Chaos. Ach, das ist unser neues Stück nebenbei. Ihr habt alle noch ein bisschen ausgeteilt, aber ich glaube nichts mehr abgeschossen. Wir sind 2 T-34 erstmal wieder los. Und ja, auch den einen Brückenpio. Also auch immer näher an diese Stadt dran und irgendwann möchte ich mich darum Kubischew selbst auch mal drum kümmern. So den Kram. Das sieht alles noch relativ solide aus. Jetzt ist glaube ich viel Positionierungsgeschichte. Auch hier hinten dann zurück nach Leningrad. Also dich haben wir noch. Das ist natürlich hierhin einfach, um die abzudecken, falls da doch noch irgendwie... ...der Jäger mal auftauchen sollte. Da ist die böse Vierer-Arti. Bis auf das Feld ist die böse Dreier-Arti aus dem Vor. Bin schwierig. Natürlich erstmal noch ein Feld. Die Arti erstmal noch mitziehen. Und der Vierer Arti hat er eh Reichweite auf Sachen. Okay, da ist noch eine Flak, auf die könntest du schießen. Kannst du direkt mal ein bisschen Schaden noch machen. Du kommst mit. Du kommst mit und der da kriegt Heilung. Neue Munition. So, der Pio war da. Kann aussteigen, anfahren und draufgehen, so wie der letzte, der hier gegen war. Und du kriegst dann auch mal ein wenig Heilung. Schau, und die anderen.
Da brauchen wir natürlich unseren Panzer. Der muss sich hier aber ein bisschen durchfühlen durch passende Felder. Und natürlich ist es unpraktisch, wenn man außer Reichweite von dem Ding da bleiben will. Möglichst außer Reichweite. Oder wir nehmen den Ort wieder ein. Man eh einen Reichweite hat, dass man dann auch reingeht. Weiter des Dudan 2. Jo, das wäre erstmal nur der Wald. Also wenn wir jetzt, ob wir hier hingehen oder hier hingehen, ist für die seine Art die Reichweite ähnlich. Aber natürlich sehen, dass wir unsere eigenen Schütze da rankriegen, dass die nächstes Mal feuern könnten. Du bist erstmal nur, der geht hier erstmal nur einen Schritt vorwärts. Immer noch nächstes Mal auf alles hauen. Unser Arti. Wird die gleich treffen, wenn die hier steht? LKW, aber er muss sie ja erstmal sehen. Dass denn die Sicht wieder frei ist, hat er das Feld da, glaube ich, gerade gar nicht im Blick. In der Hoffnung, dass da wie ein Flugzeug aus dem Schatten auftaucht. Hätten wir den Sicht. Du könntest dahin und müsstest auch auf Dauer da irgendwie mit dran, um agieren zu können. Das heißt, du schon mal dahin. So, der Panzer. Auch so seine Probleme auf Dauer. Na gut, es geht, aber. Wenn der Böse auf den zurückhauen. So viele sind das gar nicht. Ich würde aber trotzdem erst einmal auf den nächsten Zug warten. Ja, einfach noch mehr Einheiten in Position sind. Frage, wenn ihr daran geht, dann kann er das vor auf euch schießen. Gehen sollte, oder? Ja, Vierer Sichtweite. Ah, den siehst du so gerade nicht. Das ist sehr schön. Und ich hätte natürlich auch von hier aus die Reichweite. Nur die Arti. Weil nächstes Mal aus dem Wald. Würde reichen. Könntet ihr auch erstmal noch vorsichtig stehen bleiben, wobei ihr seht den Typen sowieso. Für die Optik die Stadt wieder ein. Wenn er den eh sieht, dann mal sehen, auf wen er schießt. Auch hier hin und wäre es theoretisch schon in Feuerreichweite. Wenn ich auf die Unterstützung der ganzen anderen Einheiten warten. Und jetzt ist es natürlich praktisch, dass alles noch gefroren ist. Und dann können wir den Fluss da auch noch nutzen. So, und du kommst auch mal hier näher ran. Hier dann, also es wäre natürlich schon schön. Okay, ich habe ja auch nur zwei Schuss drin. Ihr werdet jetzt wirklich erstmal geheilt, bevor ihr viel weitermacht. Könntest gegen den kämpfen? Ja, zumindest keine Munition mehr. Ich ran. Also wird er wahrscheinlich nur kaum kämpfen, wenn er nichts hat. Gut, also ihr bereitet euch einfach alle weiter vor. So, was hatten wir denn noch direkt an Zug? Ach, noch eine Arti für euch. Die allerdings mal Munition braucht. Dann aber immerhin per LKW nach vorne kommt. So, die Pack, du hast es das Problem, dass dir potenziell dem Panzer den Rückzug verbaust. Wenn du jetzt als LKW unterwegs bist, kannst du auch schnell Probleme haben. Steigt mal kurz aus. Das Ding sollte nach hinten. Und das nächste Upgrade erhalten. Hoffnung, dass er hier die Gegend gerade halbwegs sicher genug haltet. Und jetzt haben wir noch einiges überall. Was hat er geschrieben von Partisanes auf Kreta? Sehr lustig. Dagegen können wir im Moment nichts unternehmen. Ist weiter sehr sauber. Ich frage mich, ob es irgendwie ein Spielmodifikator gibt, dass wenn da halt genügend Zeug rumsteht, dass dann auch nicht so richtig was erscheint. Überall noch Züge. Das ist der Kroate, genau. Der sollte hier aussteigen. Geheilt werden und hier einfach in den Sümpfen aushelfen. So, und da habt ihr noch einen.
mal richtig tief drin seid in den Sümpfen. Ich würde gerade sagen, den ihr auch zerlegen könnt, aber nein, den ihr sensationell nicht zerlegt. Und ihr läuft hier drüben ein wenig rum. Ist noch einer, aber der soll eigentlich auch in der Gegend bleiben. Nach Partisan gucken. Ihr habt den einen ja fantastisch lange verfolgt. Wir müssen erstmal auftanken, bevor sie was machen können. Polt-Flughafen auch wieder angemalt. Du solltest hier noch unter Huayu 3 und 1. Warte, genau, diese ganze Zuglogistik, also. Kommt man irgendwann schon durcheinander, wer jetzt eigentlich nochmal wohin sollte. So, hier ist noch ein deutscher Infanterist. Du kannst da erstmal hinfliegen. Du ja auch noch wieder zurückkommen. Ich will jetzt nur nicht, falls das Wetter doch aufklart, dass du zu lange auf dem Flugzeug bist. Und ihr könntet, wobei, wir könnten ja auch ein leichtes Verschiebespiel machen. Durch die Gegend zu halten. Ja, die Berserkleri wird natürlich draufgehen, wenn ihr da reingeht. Auch relativ klar. Weil er hat keinen Treibstoff mehr für seinen Aufklärer. Aber wenn ihr da hingeht, dann ist es ihm egal, dass er keinen Treibstoff hat, dann schießt er euch eh platt. Wenn ihr aber geheilt werdet und hofft, dass da nicht direkt der nächste Brite dahinter ist, dann könnt ihr vielleicht die Stadt doch noch irgendwie heilen. Ansonsten, ein paar Amerikaner, die ausgestiegen sind und die Flotte, die weiterfährt. Und sein U-Booten schlecht wahrscheinlich, ja. So ganz aufzutauchen ist eine schlechte Idee für U-Boote. Müsst ihr so ein bisschen Gas geben. Wenn wir das eine Schiff versenkt, den kann natürlich auch versuchen, aufgetaucht wegzukommen. So ein Carrier in der Nähe. So, dann war da oben noch einer. Mal eben hier fliegen, dass du nicht alle Minenspots abgehst. Und dann sind da in Häfen noch welche. Ah, und da sammelt sich ein ganzer Schwungstotz hier draußen. Auf die Gelegenheit warten. Insofern ist es dann also praktisch, eine Jäger in der Nähe zu halten. Damit die dann direkt zuschlagen können. Wobei die meisten von euch kriegen noch das Upgrade auf die A5. Was de facto heißt, dass ihr ein bisschen billiger werdet. Weil du bist schon... der ist auch schon... Und dann haben wir noch sehr viel Organisationskram zu tun. So, du und solltest hier aussteigen. Damit der Hafen befestigt ist. Ihr solltet... genau, das sind die ersten Gebirgsjäger für das Gebirge. Da rein und die italienische Arti, die sollte nach Osten. Damit sie, wenn Italien fällt, möglichst weit weg aus Italien ist, weil dann wir wohl nicht einfach kapitulieren. Unser T-34 hier mit in den Einsatz. Du kommst sogar dahin. Wobei, wir könnten den Gebirgsjäger auch da aussteigen lassen. Da muss der Schiff aus dem Hafen raus, wo es vielleicht sicher steht. Aber dann käme der Gebirgsjäger schnell ins Gebirge. Auch da anfahren, wo wir von den Minen her halbwegs geschützt sind. Haben wir hier noch eine Pack? Kommst ja auch erstmal hier in die Nähe. So, Pack passt da ein wenig auf. Einer noch da unten. Demnächst aussteigen. So, dann werden hier noch mehr Einheiten. Es wurde natürlich auch gewarnt, dass es in Frankreich jetzt bald irgendwann Partisanenstress gibt. So, und vielleicht kriegst du ja doch noch einen Zug. Kommst da und kriegst vielleicht von da einen Zug. Und irgendwer muss auf Partisanen aufpassen. Also wir könnten natürlich den einen Infanteristen hier bewegen. Du bleibst bei Paris. Jetzt mal wieder feuern. Ach, endlich. Aber das andere Küstengeschütz liegt trotzdem deutlich in Führung. Was ist das für ein Ding? Eine unschöne große Artillerie. So, das hat ihr eine. Unser Tigerpanzer. Hat nicht voll geheilt werden darf. Geht mal in die Stadt.
Muss dann aber, glaube ich, mal in Ruhe auftanken. Hier haben wir ein neues Stück. 16 Heart Attack, das hat was für sich. Dann aber auch erstmal an einen Ort, bevor du verlegt werden kannst. So, Luftwaffe. Das ist, wenn auf die hinteren Häfen zielt, also die Stadt dürften die Reichweite haben. Ich würde sagen, ihr konzentriert euch hier erstmal auf den Schutz der Gegend. Um mich dann wahrscheinlich in 3 Runden wieder um zu entscheiden. Dann kriegt auch mal einen Flughafen, weil die irgendwann auch mal neue Flugzeuge kriegen. Da hätten wir Upgrades gekriegt, aber dann steht die alle schon. Du bist, ach, ein Seeaufklärer. Den würde ich aber, glaube ich, hier haben, auch wenn gerade keine Flugzeuge da sind. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen See aufklären irgendwann. Das ist noch ein Gebirgsjäger. Wir haben noch Leichtzüge. Schaffst du es? Okay, du schaffst es bis nach Rom. Aber die anderen Städte, ja, dann muss man die eher da oben einsetzen. Fahr mal dahin, dann fühlt sich das Gebirge allmählich. Da eine Verteidigungslinie auf. Und jetzt schalten wir einfach mal durch. Es dürfte noch genügend Leute geben. Herr White. Partisan, aber nur einem Inf will ich da gar nicht zu stark gegen vorgehen, ehrlich gesagt. Ehe hier irgendwie Kommandoangriff wieder auf die Türpitz oder sowas ähnliches kommt. Du warst hier auch, aber du solltest demnächst auch einmal auf den Zug. Das geht dann doch etwas schneller. Ah, die hier hat auf jeden Fall auch einen Zug. Oder wir warten halt, bis wir da durchgeschaltet sind. Okay. Well, wo darf es hingehen? Tja, dann schieben wir dich nach Leningrad. Je mehr Arti, desto schneller kriegen die das da runtergeschossen. Ihr habt jetzt noch gerade eine gekriegt, auch wenn die einen Moment braucht, bis sie vorne ist. Wie geneigt das Ding noch nach Leningrad? Wir können ja dahin fahren. Auch mit noch mehr Feuerkraft. Je schneller die Sache da zu Ende ist, desto besser. Auch irgendwann mal nach Archangelsk noch jemanden schicken, das wird auch schön. Noch ein 3J, du darfst nach hinten. Und ich glaube, wir haben inzwischen auch irgendeinen neuen 3J erforscht, aber du erreichst eh keine Upgrade-Stadt. Auch wenn es knapp ist. Du musst da stehen bleiben. U-Boote müsst ihr nochmal sehen. Der italienische Panzer, der sollte da noch raus. 2 Mann bleiben doch da zum Aufpassen. Die Ölfelder sind ja nun doch entscheidend. Ach, euch gibt es natürlich noch. Ja, apropos Ölfelder. Eigentlich müsste es jetzt soweit sein, dass das erste jetzt diesen oder nächsten Zug repariert wird. Und dann noch endlich mal ein bisschen Geld in die Kasse zusätzlich reinfließt. So, sehr schön. Ich habe den in Jerewan. Ich schaue nochmal kurz geografisch mit rein. Wenn es geht, was läuft. Ich habe ein bisschen den Faden verloren, was ich gerade erzählen wollte. Also Leningrad sollte, glaube ich, schnell fallen. Haben wir auch ein paar mehr Leute frei. Gar nicht so etwas wie Munition, also schieß erstmal nicht. Lass mal da schön stehen und deckst die beiden. Du bist Bomber und solltest. Ich glaube, das nach Westen, aber eigentlich kannst du hier auch noch mal mithelfen. Wenn du gerade vorbeifliegst. Du bist. Ach, das ist der Aufklärer, den ich haben wollte. Oder verschickt habe. Nee, genug. Also, du könntest natürlich hier mal aufklären, wann wir hier kommen. Aber ich glaube, du solltest es dir hier auch schon bequem machen. Und wenn dann mal die Jäger weiter südlich sind, haben wir da auch ein paar Aufklärer, die. Passen auf dem Balkan oder in sonstigen Regionen auf. Theoretisch 2 U-Boote, die wir heilen können und hier noch einen Panzer.
Auch nach hinten, nach vorne. Aber eher nach vorne. Okay, ah, das ist... Ah genau, eine ungarische Einheit, die irgendwo eine Upgrade-Stadt erreichen sollte. Kann ich da inzwischen auch irgendwas Neues kriegen? Ja. Natürlich mal gerade drüber nach Archangelsk fliegen. Wenn wir zwei Mann haben, könntet ihr langsam hier entfliehen, weil das ist ein endloser Vorstoß. Hier rum ist irgendwie auch endlos. Aber dass man mal anfängt, da zu gucken, ob da eigentlich irgendwas los ist. Da drüben fliegen. Du musst da nicht angreifen. Wir haben noch einen Bomber. Natürlich ein Minenfeld einfach angehen. Aber du hast jetzt nichts, was irgendwie noch groß, also wo man noch gedeckt wäre. Da bewegst dich erstmal irgendwie in Richtung einer Flak. Musst du dich eigentlich auch schützen, wenn du drüber stehst. Ich meine, ich das Ziel für dich gebe. Ich glaube, den habe ich vorhin übersehen. So, du kannst hier ein bisschen agieren. Oh! Das war ein schicker Treffer. So, und ihr habt, ich glaube, die hatten letztes Mal schon keine Züge, aber ihr bleibt erstmal auf Verdacht stehen, vielleicht ist nächstes Mal was frei. Zu Fuß braucht ihr einfach. Lange so. Das wäre das. Wenn wir noch jemanden nach Norwegen schicken sollen, dann muss man hier mal einen auf dem Flughafen spawnen und darauf schicken. Oder irgendwie auf dem Schiff. Wir haben noch Geld. Wir könnten noch Einheiten kaufen. Ich bin stärker geneigt, hier noch eine Arti. Kleines geschütztes Ding. Achso, der andere hat. Könnt ihr noch so einen Transporter kriegen? Aber wir haben ja auch so ein Ding. Als, 82, wenn wir den einfach für Italien kaufen, dass ihr da so ein bisschen was da habt. Würden auch wieder zu viel kosten. So ein Ding ist ja im Osten mit dabei. Infanteristen. Ich würde sagen, wir kaufen euch mal eine Artillerie. Da wird zwar bei Leningrad auch ein ganzer Schwung frei. Porter. Aber das dauert alles noch ein paar Züge. Und die restliche Kohle, wobei wir könnten die U-Boote hochziehen. Können die irgendwann mal wieder in den Einsatz. Hier irgendwie direkt in ein paar Briten reingefahren. Und das war das ein bisschen unschön. So, die hatten sich bereit. Aber wenn sie kommen, haben wir eine relativ qualitative Luftwaffe, würde ich sagen. 7 Stück plus ein Schwung Flak, die sich hier um alles Mögliche kümmern kann. Ja, dann würde ich sagen, wäre es soweit. Also, es war schön, diesen Zug mal wirklich was sehen zu können. Das Schiff geht langsam die Munition aus. Ja, das heißt, nächstes Mal hier weiter angreifen. Wir werden auch Artillerieunterstützung haben. Wir werden auch darauf sehen, den einzukesseln. Ja, 3. Könnte mit massiver Artillerieunterstützung reichen, den auch ausreichend zu entschanzen. Daran gehen. Ach, und jetzt könnten wir weitermachen, wenn der eine mal gelandet ist. Ich hoffe, dass unserem Heldenpanzer nicht so viel passiert. Ansonsten seid ihr hier 2 T-34 los. Das ist ganz ordentlich. Und hier hat die Arti mal nachgetankt. Süden wird, also Barco ist jetzt langsam leergeräumt. Vielleicht hier noch in den Hafen selbst rein. U-Boote läuft auch so ein bisschen. Und hier in Italien sammeln sich auch immer mehr Einheiten an. Mit irgendwie zu versuchen, hier, denke ich, eine Verteidigungslinie aufzubauen. Und ja, die Italiener, die verteidigen auch Sizilien.
Na gut, dass irgendwie gehen sollte. Ja, dann denke ich mal, können wir den Zug beenden. Ich frage mich, ob wir für das Öl noch eine Nachricht kriegen. Das müsste jetzt in diesem oder im nächsten Zug sein, dass das erste Ölfeld eigentlich fertig repariert ist, wenn ich noch halbwegs richtig in Erinnerung habe. Ja, dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei DudeMan mit rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.